Assassin, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Beim letzten Mal hatten wir eine wunderschön durchzichte Nacht gehabt, nur um herauszufinden, wo der Koh-i-Noor aufbewahrt wird. Und da wir in der letzten Folge schon so schön mit unserem guten Jake... Oh, hoppala, was ist mit euch los? Mit Jacob unterwegs waren, mache ich heute gleich einfach mal direkt mit ihm weiter. Ich gucke erstmal kurz, was es hier so in der Putze gibt. Ja. Guten Tag. Was willst du denn? Ich guck mich doch nur um. Ist das hier die Schämecke oder was? Ich guck mal kurz, was hier da oben in den oberen Etagen. Na, guten Tag, meine Damen und Herren. So. Aha. So, schlaf du mal deinen Rausch aus. Ich guck mich doch nur um. Wenn die Tür schon offen steht, dann ist das doch ein weltoffenes Haus, oder? Grüß euch. Ah. Eisenbahnstation. So. Den linken Trigger habe ich noch nicht wieder korrigiert. Das hatte mich jetzt am Ende von Horizon Zero Dawn schon so gestört. Aber da muss ich meinen Controller halt halb auseinandernehmen. So, jetzt kommt ein Zug und überfährt mich. Ah, Signale. Mich würde da mal interessieren, die Seilwinde. Wie hält es sich hier genau fest? An Metall? Okay, weißt du was? Wenn wir schon hier oben sind. Die ersten, glaube im Schnitt so 20 Folgen von dem Let's Play hier so ein bisschen rumgeeidelt bin, werde ich jetzt mal das ganze Programm hier ein bisschen straffer anziehen und mal ein bisschen mehr der Hauptquest folgen. Nebenquesteln ist immer wichtig, das zeigt einem viel vom Universum, aber es bringt hier auch niemandem etwas, wenn ich A, das ganze Spiel komplett zeige, weil dann gibt es für euch nichts mehr zu entdecken. Außer dem Spielspaß vielleicht. Und B, komme ich mit dem Let's Play ohnehin nicht voran. Also, wenn ich an Assassin's Creed Unity zurückdenke, das habe ich in 43 Folgen aufgenommen. Wovon die letzte Folge aber so lang war, dass es eigentlich auch schon wieder zwei oder drei Folgen hätten sein können, glaube ich. Deswegen, ja, darüber will ich eigentlich auch mit Syndicate nicht kommen. Mal gucken, was machbar ist. Ich muss sagen, ich mag dieses Setting hier vom, viktorianischen England. Ich mag das sehr. Man sieht auch sehr viel, aber ich habe so ein kleines bisschen das Problem, man taucht wie in anderen Spielen nicht tief genug ein. Aber das ist eine Krankheit, die hat Assassin's Creed an und für sich, weil man einfach, ja, es geht halt um Assassinen und Templer. Der Kern ändert sich nicht, nur das Setting ändert sich ein bisschen.
Da gefallen mir dann Spiele, die so ein bisschen tiefer eintauchen, wie zum Beispiel bei Wii. Ich meine, das ist jetzt nicht viktorianisches England, aber ne, ebenso Spiele, die das Ganze so ein bisschen detaillierter und ein bisschen tiefer zeigen, gefallen mir da schon ein bisschen besser, aber ist halt Assassin's Creed und Assassin's Creed ist gut. So wie es ist. Thief ist halt ein komplett anderes Genre. Das sind dann Stealth Games. Ich meine, hier gibt es auch Momente, wo man nicht entdeckt werden darf, aber es ist nicht die Kernkompetenz von diesen Spielen. So, 200 Meter noch. Wir haben schon fusselig geredet, bevor das Spiel richtig angefangen hat, Leute. Und entschuldigt bitte, falls das Video ein bisschen anders wirken sollte als die bisherigen, zumindest so was den Anfang und das Ende angeht. Ich habe kein Adobe mehr, von daher ja, musste jetzt auf ein anderes Schnittprogramm umsteigen, da wird das ein bisschen anders aussehen. So, eine Frage der Identität. Jacob will Mr. Dredge aufspüren, um Plutus zu entlarven. Busfeder wütet weiter! Ich nehme eine. Bitteschön, Sir. Ich sage, wir hören auf mit diesem Wohlfahrtsnonsens für Fremdlinge und konzentrieren uns auf das, was London wirklich braucht. Eine stabile Führung, deren harte Arbeit alle zum Erfolg führen wird. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Hey! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Arschbacke. Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann, werden Mr. Dredge auch nicht helfen. Okay. Mr. Dredge aufspülen und dabei keinen Polizisten töten. Verlier bloß nicht den Anschluss. Na dann los. Ja, Kommt Boss. Mit, Jungs. Verzeihen Sie bitte. Verzeihen Sie, machen Sie Geschäfte mit dieser Bank? Ja. Alle Ziele müssen... Was? Okay, Mr. Dredge gefangen nehmen. Wow, das muss eine unglaublich starke Öllampe sein. Da unten. Ich darf keinen Polizisten töten, aber die gehen ja sofort auf mich los. Ich meine, es hat niemand erwartet, dass das jetzt hier einfach wird, aber... Irgendwas Interessantes? Kommt mit, Jungs. Lokalisiert. Okay, ich muss nur ein bisschen gucken, dass ich den gefangen nehme, ohne dass die Bulleristen mich bemerken. Schlendert hier so ein bisschen umher, aber leider sind sie stets aufmerksam. Melden Sie sich.
Sie sich, wenn einer von Ihnen in der Bank nebenan von einem Mann namens Plutus gehört hat? Ich bedarf uns. Mach also keine Dummheiten, ja? Erst hier! Gerade ob er jemals das Gelände verlässt. Das wäre jetzt so die nächstbeste Option, die mir spontan einfallen würde. Geil. Hat, die bewachen wirklich alle Ausgänge. Von hier aus sieht es zwar so aus, als würde da hinten jetzt kaum einer stehen, außer dem, der da so ein bisschen... Wer von Ihnen war schon nebenan im Tresorraum? Quer steht, aber ich glaube, wenn ich mich dem Weg ein bisschen mehr nähe, dann kommt da auch ein Polizist. So. Beobachte einfach mal, wie er so ein bisschen, wie er läuft. Melden Sie sich, wenn einer von Ihnen in der Bank nebenan von einem Mann namens Plutus gehört hat. Gemessen an seiner aktuellen Route sehe ich keine Möglichkeit, an ihn heranzukommen. Verzeihen Sie, machen Sie Geschäfte mit dieser Bank? Ja, tun wir. Gut, ich glaube, ich kann ihn problemlos gefangen nehmen, solange mich dabei keiner sieht. Und danach haben wir einen Schutzradius, den ich nutzen muss, Wer von Ihnen war schon nebenan im Tresorraum? Um ungesehen an den Polizisten vorbeizukommen. Ich glaube, das ist meine Chance.
ihn ungesehen gefangen nehmen. Darin liegt der Zauberkniff. Befreien kann er sich ja nicht, weil ich habe Einschüchterung. Oder wie das heißt. So viel zum Thema Stealth Game, ne? Aber als Stealth Game bezeichne ich eher so Spiele wie Thief, Dishonored, Deus Ex. Immer gerade ausblicken und weitergehen. Ja, kommen Sie! Sie wählen den... Halt die Klappe. Nö, hier passiert gar nichts. Ja, kommen Sie! Sie wählen den falschen Baum an, Sir! Ja, kommen Sie! Sie wählen den falschen Baum an, Sir! Hör auf zu jammern. Moment mal. Die Stimme kenne ich doch. Fry. Sind Sie das? Fry! Da! Kommen Sie! Sie wählen den falschen Baum an, Sir! Da. Ich Jacob! Ich bin Sergeant Frederick Eberline. Freddy. Sergeant, verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall? Das ist eine Festung. Die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Eberline hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. Mhm. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt, immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von Cocker Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant und ich werde sie im Auge behalten. Natürlich wirst du das. Oh, was für eine bescheuerte Mission. Oh gut. Gut, haben wir geschafft. Also. Omnibus-Unternehmen am Ende. Menschen müssen jetzt zu Fuß gehen. so. Cockcamp Merchants. Ja. Wissen wir nicht eigentlich da, aber gut. Wir laufen offenbar erstmal in die andere Richtung. Teilweise niedlich, wenn ich hier irgendwo Streichholzwerbungen und so sehe, wo ich mich dann so frage, okay, Streichhölzer. Da gleicht eins dem anderen, egal von welcher Firma. Wie bewerben sie, warum die Leute ausgerechnet ihre Streichhölzer kaufen sollten? Stabileres Holz? Bessere Reibung? Was weiß ich? Keine Ahnung, aber irgendwie sind die doch alle gleich, oder? Finde ich gut. Sag mal ja. Sie tun mir einen Gefallen. Ja, du mir auch. So.
Alles für den täglichen Bedarf. Ja, du, ich war schon bei einem Kollegen von der einkaufen gerade. So, wen haben wir denn hier? Sequenz 6, ein Hauch von Tee. Jacket will Cockham Waffenkisten bis zu ihrem Bestimmungsort verfolgen, um Plutos vor seinem Plantenbanküberfall zu demaskieren. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Probieren wir die Verladungsdocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Ich habe alles für den täglichen Bedarf. Okay, 100 Meter entfernt. Ich habe alles, Entschuldigung. Wir schmuggeln Cockham-Waffen aufspüren. Mal gucken, wie ich mich dabei anstelle, die Kisten zu verfolgen. Das war bislang auch nichts, was ich besonders gut konnte. Glaube ich. Nein, Quatsch. Ich weiß gar nicht, was du gesehen haben willst. Oh, shit. Shit, 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 shit. Nein, du kommst mir zu nah. Na ja, schnuck kurz. Offensichtlich. Warte, man kann ich auch noch. Ich bin nach hinten rum. Geil. Ja, ja. Hier ist nämlich nur noch einer. Hallo. Hört die Schussbahn nicht. Sag ihm den Kopf. Nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Mhm. Ah ja, da oben. Der Tee soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Attaway Transport. Hätte ich eigentlich auch vorher drauf kommen können. Hat ihr nicht ins Hemd? Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Ugh.
sind nervös. Ich sollte Abstand halten. Aha. Aber nicht zu viel Abstand, wie es scheint. Guten Tag. Ihr seid doch alle auf, verdammt, das ist echt länger. Der Greenie läuft gerade Evie hinterher. Viel Glück dabei. Greenie läuft Evie hinterher. Schön. Ja, vielleicht wirst du am Ende des Spiels noch Onkel sein oder sowas, wer weiß. Ich finde das irgendwie putzig. Ich bin zu Fuß schneller als die mit der Kutsche. Angezoppelt. Was hast du denn erwartet? Was glaubst du denn, für wen die Blighters arbeiten? Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. Gut, dass es keine Bedingung war, den Wagen komplett aus den Augen zu verlieren. Nicht komplett aus den Augen zu verlieren. Los, schneller, Jacob. So, während der andere so langsam vor sich hin gezuckelt ist, gab es jetzt einen Fahrerwechsel und der rast ja wie blöde. Was ist das denn? Soll ich mich vereiern? Was soll ich denn den kriegen? 120. Oh, desynchronisiert. Aha. Ist der Tee bereit, serviert zu werden? Genau. Wir haben eine spezielle Mischung. Immer schön, mit Cocker Merchants Geschäfte zu machen. Hey, wo ist unser Geld? Das werden wir morgen übergeben. Das will ich hoffen.
Templer. Ah ja, führ mich zu Mr. Plutus. Auf geht's. Weiter, Mädchen. So ist's recht. Ganz ruhig. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Weiter, Mädchen. Langsamer. Auf geht's. Die Waffen sind hier. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England. Ja! Der Kerl heißt Twopenny? Naja. Gut, aber an dieser Stelle würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne Likes und Kommentare da. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Syndicate wieder. Bis dahin und bye bye! Of soot we drown.
steam train running on a reckless rail, speeding right into the rising gale. Shuttle harder 'cause we're on your tail. London.